Okay, da wären wir wieder zur nächsten Aufnahme und ja, ich hoffe mal, dass das heute hier alles klappt. Ich habe nämlich nicht mehr viel Prozent und ich habe auch schwaches WLAN und ich hoffe mal, dass das Handy hier schnell genug laden kann, dass mir die Aufnahme nicht abstürzt. Ja, das ist schon wieder ein Struggle gerade. Deswegen kann ich den Bildschirm heute auch nicht hell machen und ich würde sagen, dann nehme ich auch nicht so lange auf, denn sonst ist es mir immer zu anstrengend, hier auf dem dunklen Bildschirm das anzugucken. Hab heute eh wieder nicht so viel Zeit, weil ich dann nachher noch in Discorden muss. War sonst nicht so, da habe ich das irgendwie immer auf Samstag verschoben, aber heute ist es eigentlich notwendig, dass wir das heute machen und ja, deswegen bin ich jetzt hier noch schnell am Durchmachen von den Folgen, ne? Und ich will das auch endlich mal wieder eher schaffen als sonst. Also ich habe mich die letzten Wochen schon aufgeregt, immer wenn ich erst das so spät starte und ja, das soll eben sich mal ändern. Ich möchte hier wieder ein bisschen, ja, loslegen. Ich will jetzt generell meine Ferien nutzen und die Zeit einfach mal wieder genießen auch und ein bisschen abschalten können. Und da gehört es irgendwie auch für mich dazu, dass ich so mein ganzes Zeug so ein bisschen schaffe, weil sonst bin ich auch die ganze Zeit immer gestresst und unterbewusst hat man das im Hinterkopf, ne? Und deswegen brauche ich irgendeine Strategie, um das jetzt hier ordentlich durchzuziehen. Ich denke mal, das ist immer ganz gut, weil, ja, auch wenn es sich nicht so nach Entspannung anhört, ist es für mich dann eigentlich immer die beste Möglichkeit, so ein bisschen mal, ja, auch zu entschleunigen. Einfach wenn man weiß, man hat alle Aufgaben erledigt, das ist irgendwie geil. Also auch diese ganzen privaten Aufgaben, was ich mir eben so setze, jetzt nicht nur berufliches, ne? Beruflich natürlich auch, wenn man was geschafft hat, dann fühlt man sich immer besser, muss ich auch sagen. Obwohl ich sagen muss, ich fühle mich generell besser, wenn ich einfach nicht arbeiten muss. Ja, okay, dann holen wir uns das jetzt hier mal ab. Oh, so viele Dias. Genau, also in dem Sinne, ich bin erstmal froh, dass ich jetzt Ferien habe, ne? Das ist schon mal ganz geil. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich wirklich mal was nachholen kann, weil ich habe jetzt ja 13 Wochen Praktikum gemacht und wirklich so viel Zeit da reingesteckt eigentlich, ne? Ins Arbeiten. Die letzten Wochen ging es zwar ein bisschen besser wieder, durch Homeoffice teilweise auch und so, aber ich muss sagen, ja, dass ich davor die ganze Zeit eigentlich auch noch ausgleichen muss. Also was ich da alles für Verlust hatte quasi an Privatzeit, das hätte ich eigentlich schon mal zwischendurch in einer Woche Urlaub oder so nachholen müssen. Weißt, das ist einfach schlimm, was sich so nach einer Weile alles ansammelt. Das ist schon krass auf jeden Fall und da müsste ich echt mal nachziehen jetzt und ich hoffe, ich krieg das in den bisschen Winterferien hin. Aber ich werde jetzt in nächster Zeit eh immer mal ein bisschen öfter frei haben, denke ich auch. Also danach, nach den Winterferien auch. Da geht zwar erstmal wieder los, aber später habe ich dann auch wieder frei. Das heißt, der schlimmste Abschnitt ist wirklich geschafft, endlich. Und da bin ich auch so froh, weil das hat echt lange genug gedauert, Alter, ne? Und vor allem, dass ich jetzt auch die Adventszeit nicht genießen konnte, das ist halt auch scheiße. Oh, shit, sorry. Wollte ich so eigentlich auch nicht. Also ich wollte eigentlich viel mehr die Adventszeit genießen. Und deswegen finde ich das eigentlich schade und deswegen finde ich auch, dass ich mir das noch ein bisschen mehr verdient habe, einfach die Ferien, als ohne einfach nur. So, warum lädt das wieder nicht? Ach, scheißegal. So, wir gehen jetzt hier noch kurz was angreifen. Wo waren wir denn letztes Mal? Ach, ey, immer schiebe ich mir das Ding dahin, wo ich es nicht, wo ich hin will. Also auf dem Bildschirm. Total dumm. Wo ist denn jetzt die Base, die ich neulich hier angegriffen habe? Heimatbasis verteidigt hört sich ja schon mal ganz gut an. Aber ich glaube, ich finde das nicht wieder, ne? Da muss ich jetzt manuell gucken, wo das war. Aber ich kann hier gerade das nicht sehen, Alter. Das ist so dunkel. Ah, oh, ey, unser kleine Symbole. Das geht mal auf den Sack. Also diese Level und so. Jetzt war ja ein Level 50er, vielleicht der hier. Aber nee, ich glaube weiter unten noch, keine Ahnung. Ich greife jetzt eh keinen mehr an, Alter. Ich mache jetzt einfach nur noch bis 4 Minuten. Ach, ja, siehst du, das geht nämlich gar nicht. Ja. Wie soll ich denn da noch was machen? Ach, ey, es kotzt mich an. Ich kann ja mal eine Notiz hinzufügen oder so, wenn ich jetzt noch was sehe. Das war auf jeden Fall keine gute Base. Dann gucken wir mal hier. Ist das jetzt besser oder was? Alter, ey, das nervt, ne? Dass das hier schon wieder so dumm lädt. Ist das WLAN jetzt weg oder was? Nee. Ist immer noch da angeblich. Aber auf 3% hält er sich auch. Also das ist ja schon wieder ganz grenzwertig alles, was hier geschieht. Ja, ich werde gleich mal die Datei rüberziehen. Ach komm, ich beende jetzt die Aufnahme, Alter, das wird heute nicht mehr. Wie soll ich denn das hier machen? Guck mal, ich kann gar nicht mehr irgendwas klicken.
Ich könnte jetzt mein WLAN disconnecten und so, aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe heute einfach absolut keine Zeit, deswegen beende ich das Video und gehe gleich in die Clash Royale Folge. Ja, weil, ja, keine Ahnung, ne? Ist halt eigentlich wieder mal nur so ein Lückenfüller-Video oder so. Sorry, dass ich jetzt nicht kämpfen kann, aber ihr seht ja, was los ist. Und vielleicht strecke ich hier gerade noch mit meinem Gelaber heimlich auf 5 Minuten. Aber dann reicht's auch, würde ich sagen. Also jetzt erstmal ciao und bis später.